Hi Leute, ich bin zurück. Ja, wir waren jetzt 2 Wochen in den Bergen und der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Ich hatte da auch kein Internet, hatte ich ja vorher angekündigt. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück und hat sich natürlich einiges an Nachrichten angesammelt. Und ich werde die jetzt nach und nach in den nächsten Tagen beantworten. Und ja, hoffe, das wird ganz schnell klappen. Genau, also, falls ihr euch gewundert habt, dass ich keine Kommentare mehr geschrieben habe bei den Videos. Ich hatte ja gemeint, ich habe noch Videos geplant. Genau. Und auch beim letzten Video zum Beispiel mit dem Recht, Kinder zu bekommen. Das war ja auch etwas polarisierend bei manchen. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, ich hatte ja schon mal euch erzählt, dass ich jetzt vieles auf Patreon ausgelagert habe, dass manche Videos, wo ich einfach ja, für einen anderen Standpunkt für andere Leute mache, die in gewissen Themen einfach offener sind, dass ich die Videos eben eher auf Patreon stelle. Also der Link ist unten drunter, wenn ihr die Videos anschauen wollt, dann geht da drauf. Und das Video mit den Kindern habe ich gemerkt, da wusste ich vorher schon, das ist ein bisschen kontrovers und das ist ein sehr geladenes Thema. Kinder, da ist ja jeder immer gleich, puh, irgendwie. Ja, sehr geladen und sehr angegriffen oder emotional, sehr behaftet einfach mit dem Thema. Und ich wollte mit dem Video niemanden angreifen, ich habe überhaupt nicht das Recht, irgendjemandem zuzuschreiben, wie er zu leben hat. Das ist einfach nur meinerseits immer ein Öffnen zu dem Thema hin, wo ich bewirken möchte. Also ich möchte einfach nur an die Eigenverantwortung appellieren. Ich kann hier niemanden zu irgendwas zwingen. Und wir als Menschen haben es in der Hand, für was wir uns entscheiden. Und können das jederzeit ändern. Und wenn man sich natürlich jetzt, was dieses Thema mit den Kindern angeht, für, ja, es schon passiert ist, gewisse Dinge und so weiter, dann kann man da natürlich nichts dran ändern. Man sollte ja immer von dem Punkt ausgehen, wo man gerade ist. So, aber wenn es eben noch nicht passiert ist, dann sollte man doch jetzt am besten die besten Voraussetzungen schaffen. Und das ist auch wie mit einem Nährboden. Wenn man, ja, Eltern sich entschließt, dazu Eltern zu werden, dann ist es wie mit einem, ja, man ist der Mutterboden und ist der Samen. So. Und die äußeren Bedingungen, die mögen vielleicht variieren. In unserer Welt ist halt nicht alles optimal. Ne? Der Wind und das Wetter spielt verrückt. Und auch wenn man ein Kind zeugt, die Umwelteinflüsse spielen verrückt. Das Umfeld, die Schulen und so weiter, ist alles sehr aus dem Gleichgewicht gekommen. Und man hat nicht auf alles Einfluss. Das ist natürlich klar. Aber trotzdem sollte man doch als Eltern immer das optimalste Umfeld schaffen. Du solltest einen Boden schaffen, der nur von Nährstoffen für das Kind sprießt, von Versorgung und der optimal ist einfach für das Kind. Und genauso sollte der Samen ein guter Samen sein, ja, von einer potenten Pflanze. Genauso ist es bei den Menschen, es ist bei uns. Und auf alles hat man eben nicht Einfluss, aber man gibt eben seinen besten Teil. Genau. Nur um das nochmal kurz anzureißen, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich wollte einfach nochmal jetzt in dem Video Aktuelles ansprechen. Jetzt, wo ich eben zurück bin, also das Video mit den Kindern, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr öffentlich stellen, sondern dann auf Patreon teilen. Genau, man sieht es dann einfach nicht mehr. Wenn ihr den Link jetzt noch hattet, dann könnt ihr es noch anschauen. Genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich eure Nachrichten beantworten. Und wenn ihr euch verknüpfen wollt, wenn ihr mich treffen wollt oder euch einfach austauschen möchtet, dann könnt ihr jetzt am 14. Juli zum Podler kommen oder am 15. Juli auch zum Podler kommen. Da weiß ich noch nicht ganz sicher, ob ich da bin. Ich muss mal schauen, wie das klappt. Vielleicht fährt ja jemand hin und dann kann man sich irgendwie zusammentun. Auf jeden Fall war jetzt auch für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, der Weltrohkost-Tag-Kongress. Und da hatte ich auch mitgemacht, da hat mich der Kevin interviewt gehabt. Und jetzt auch am kommenden Wochenende könnt ihr euch
ja, die ganzen Interviews nochmal über 2 Tage lang kostenlos anschauen. Also der Link steht unten drunter, genau, und danach könnt ihr auch, genau, wenn ihr wollt, das Kongresspaket kaufen, dann habt ihr die Interviews komplett für immer und nicht nur, ja, für die 2 Tage verfügbar. Genau, also der Link steht unten drunter, schaut da einfach drauf. Jetzt am Wochenende eben nochmal 2 Tage komplett kostenlos für euch. Und von dem Kongress aus ist eben am 15. ein Potluck geplant. Die Infos, die blende ich hier nochmal kurz ein, von dem Potluck. Und am 14. vorher hatte ich eh schon einen Potluck geplant. Der ist um 13 Uhr am Main in Würzburg wieder. Also seid ihr herzlich eingeladen. Am besten schaut auf meine Webseite, dort, ja, der Link ist auch unten drunter. Dort findet ihr die Adresse, wo wir uns treffen. Immer direkt am Main. Ihr könnt da direkt hinfahren. Da ist eine Sporthalle, TGW, Turn- und Sportgemeinschaft Würzburg. Da könnt ihr parken und dann sind es nur, ja, 1 Minute praktisch mit zu Fuß. Das sind nicht mal, ja, 50 Meter von dem Parkplatz und man ist direkt am Main. Und ja, werden da wieder eine kleine gemütliche Runde machen. Ja. Und vielleicht am nächsten Tag eben dann zum nächsten Potluck, je nachdem, wie sich's ergibt. Genau, also schaut da gerne vorbei. Und das war das, was jetzt direkt ansteht eben, im Juli, am 14. Und danach, am 23. ist dann der gemeinsame Start vom Happy Life Kurs. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe es auf meiner Webseite schon, ich werde es auch nochmal in Facebook posten und eben hier erwähnen immer wieder. Wir starten da wieder gemeinsam, ist jetzt bereits die 3. Runde mit Live Q&As, also Antwort-Frage-Runden zum Happy Life Kurs. Und. Rokos Buddy. Genau. Also wir starten mit Live Q&As, 4 Stück werden es wieder sein. Und da könnt ihr alle eure Fragen stellen, während ihr den 30-Tage-Kurs macht, einen Happy Life-Kurs. Also für diejenigen, die den Happy Life-Kurs noch nicht entdeckt haben, ist auf der Webseite verlinkt, auch unten drunter. Und der Link zum Kurs auch direkt nochmal unten drunter. Und da geht es einfach darum, Meditation in den Alltag mit einzubauen, schrittweise langsam die Ernährung umzustellen. Und das Bewusstsein zu entwickeln, das richtige Mindset. Und da begleite ich dich eben dann Tag für Tag dabei, die 30 Tage lang. Und wir machen alle 1 bis 2 Wochen eben 4-mal einen Live-Q&A, eine Antwort-Frage-Runden, wo du direkt ganz persönlichen Rahmen deine Fragen stellen kannst. Genau. Und das startet jetzt am 23. eben. Also könnt ihr euch jetzt vorher noch anmelden. Und wenn ihr euch in den weiterführenden Videokurs eintragt, in Nutrition Now, dann kriegt ihr da auch einen 50-Euro-Gutschein. Beziehungsweise wenn ihr euch jetzt zum gemeinsamen Start anmeldet, auch nur für den Happy Life Kurs, kriegt ihr auch noch einen 10-Euro-Gutschein. Also schaut da einfach drunter, das sind die Links. Genau. Das war es aber soweit jetzt wirklich im Juli. Und ansonsten steht dann eben das Fasten noch an. Ja, wo auch noch ein paar Plätze frei sind. Also wir haben es diesmal begrenzt auf 10 Plätze. Und es ist in einer wunderschönen Berghütte in Österreich. Und ich freue mich total drauf. Also wenn ihr noch dabei sein mögt, jetzt könnt ihr euch noch anmelden. Genau. Eben auf 10 Plätze begrenzt. Wenn es jetzt dann voll ist, dann ist es rum. Genau. Das war es aber eigentlich soweit, was ich euch erzählen wollte. Ich wollte euch einfach nur eben mal auf dem aktuellen Stand halten. Und ja, in Bergen habe ich eben noch einige Videos gemacht, die werden auch noch kommen. Und dann habe ich noch an einem neuen Videokurs gearbeitet. Aber dazu werde ich euch dann noch mehr erzählen. Zum Namen und allem anderen, genau. Alles noch in der Planung. Aber schon, trotzdem schon einiges ziemlich genau ausgearbeitet. Aber die Videos, die werde ich jetzt noch abdrehen. Genau, und dann werde ich euch weiter informieren. Ja. Aber ansonsten war es das soweit. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Sommerzeit. Und vielleicht beim Potluck jetzt dann. Würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen. Oder dann beim Retreat vielleicht. Und ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.